Oh, Leute! Aha. Was sehen meine halb verweckten Augen? Genial! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Part 213. Tja, beim letzten Mal, da haben wir ja der Forschertruppe geholfen und ihnen gezeigt, dass man auch nackt kämpfen kann, oder halbnackt besser gesagt, und gegen Monster bestehen kann. Ja, wir sollten sogar unsere Waffen ablegen, ja, also das haben wir eigentlich nicht gewettet gehabt, aber wir haben es ja schlussendlich gepackt. Und das Ganze hat sich letztendlich als ein Missverständnis herausgestellt. Die haben sich einfach nicht die Ohren gewaschen und deswegen nicht richtig verstanden, was Prinzessin Zelda von ihnen eigentlich wollte. Ja, na, so kann das manchmal gründlich schief gehen. Apropos schief gehen. Ja, ich werde mich jetzt wieder aufmachen Richtung Klethys. Denn wir möchten ja diese tolle Krötenrüstung haben und damit wir die kriegen, müssen wir natürlich erstmal die Quest einem voran beenden, ja, was die Kurierquest angeht. Und die ist ja hier relativ umfangreich. Oh, die können aber schöne Grundstückchen, die Hündchen da. So, okay, dann beamen wir uns mal einen Moment, da müssen wir uns die Karte bemühen hier. Die war bei den Orni, ne? Habe ich das jetzt aktiviert eigentlich, damit wir leichter finden können? Nein, natürlich nicht. Tagebuch. Ist das eine Episodenquest? Könnte sein, ne? Hä? Ah, jetzt gar keine Quest aktiviert? Doch, Klethys. Klethys, Klethys, Klethys. Auf der Sonne der Wahrheit. Ja. Genau, dann aktivieren wir die mal. Ich glaube, die lasse ich dann nur aktiviert, oder? Genau, okay, jetzt können wir mal gucken, wo das hier war. Das war ja irgendwo genau hier relativ weit. Gen Westen, so. Genau, von da aus kann man sich auch unterstützen. Zum Kleeblatt-Kurier. Vielleicht schenkt sie uns ja jetzt ein weiteres, obwohl, wenn wir jetzt noch eins hätten, dann hätten wir die komplette Rüstung. So einfach werden uns das die beiden nicht machen, in Gestalt von Klethys und Payne. Leider nicht. Oh, um Wackerschein. Okay. Sich an wie ein Wackerstein. Wahrscheinlich anders ausgesprochen. Wacker. Nicht Wacker. Wacker, Wacker. Erinnert mich an irgendein Lied. Anlässlich einer Fußball-WM. So. Ja, hier kann man sich regelmäßig eindecken mit Feuersteinen und Holzbündeln. Perfekt. Wer pennt denn da? Na, Klethys. Ah, links so spät. Genau, wie sagte man das selber. Je nachdem, wann wir denn hier aufkreuzen. Entweder zu früh oder selbst am Mittag würde es wahrscheinlich sagen, oh, schon zur Mittagszeit so aktiv. Wie läuft es denn so? Verstehst du dich mit Payne? Ja, immer noch genauso, mehr oder weniger. Naja, wir müssen halt mit ihm klarkommen, ne? Was soll man denn? Haben wir denn eine Wahl? Nein, wir wollen die Rüstung. Oh, hast du Payne aus den Augen verloren? Ja, ja, Gott, nee. Er müsste eigentlich gerade am Stall der Schlucht Informationen sammeln. Den Stall findest du in Hyrule Südwesten. Moment mal kurz im Kopf, ja. Kurz vor der Gerudo-Wüste. Okay. Temperaturen dort, Flugtüren sehr stark und Pferde sind in der Wüste nutzlos. Deshalb schließt er eventuell bald. Der Stall schließt bald? Okay. Oh. Payne sagte, dass er sich beeilen müsse, um an die Information zu gelangen, bevor es den Stall dort nicht mehr gibt. Oh. Als ich seinen Abflug gehört habe, war er bereits nur noch ein Punkt am Himmel. Wir haben überall Mitarbeiter, die Informationen über den Verlauf vom... Na, das sagst du ja auch immer. Okay, Leute, na denn, wollen wir mal überall. Gefühlt sind wir nur wir beide unterwegs, aber was heißt gefühlt? Es ist so. Kurz vor der Wüste, ja. Stall der Schlucht. Und Verband der Brücke. Südwesten, hat sie gesagt. Stall der Ebene. Ich glaube, das ist dann wirklich erstmals in einem Bereich, in dem wir noch nicht vorgedrungen sind, weil wir waren ja noch nicht in der Wüste, ne?
Hier eventuell. Stabellarve. Hier könnte es sein. Südwesten, ja. Sind wir denn schon in Gerudo? Na gut, da müssen wir eh hin. Na? Da werden wir wahrscheinlich auch einen Auftrag kriegen, nehme ich mal an. Einen Hauptauftrag, also verknüpft mit der Hauptquest. Ganz klar. So, aber zunächst gilt es hier erstmal den Stall zu finden, ne? Würde ich mal sagen. Oder den Turm freizuschalten. Na, okay, dann haben wir ja erstmal gründlich zu tun. Aber wo war der hier? In welche Richtung musste ich mich da begeben, um den zu finden? Ah. Hier sieht man ja nichts hier unten. Weil wir hier von Bergen umgeben sind, ne? Das ist das Problem. Oh, nicht nur von Bergen, auch von Gegnern. Ja, den hatten wir zum Glück, haben wir ihm ja schon geholfen, ey. Dem Freak. Ah, ist auch zu diesig, glaube ich, ne? Um den jetzt aus der Ferne auszumachen, den Turm. Wo renne ich denn jetzt eigentlich lang? Ja, ich renne jetzt... Naja, verkehrt ist es, glaube ich, nicht, wie ich jetzt hier laufe. Ich glaube, hier geht's in die Wüste. Hier bräuchte ich das Pferd, ja. Am Rande der Wüste, hat's ja gesagt, ja. Stall der Schlucht, hier ist die Schlucht. Hier sind überall Schluchten. Was ist das da oben? Das kenne ich auch noch, glaube ich, aus Breath of the Wild. Dieses Gerüst da, was sie da gebaut haben. Naja, jetzt kommen die Biester wieder. Ah, guckt mal hier. Ist gerade was vom Himmel gefallen. Naja. Da kümmert sich schon Tullin drum, glaube ich. Der kann gut schießen. Ja, das hört sich gut an. Ach, da kommen die... Ach, stimmt, die... Oh, die sind auch schon mit... Das ist ja praktisch draufgegangen. Ja, hier haben wir noch einen Bogen. Oh, die Bogentasche ist voll. So viel schwächliche Bögen eingesammelt. Ja, diese Augen sind auch sehr praktisch. Ne? Die explodieren auch. Wenn man den Gegner damit trifft. Oh, da ist ein Silberner runtergekommen. Der hat es natürlich ganz gut überstanden. Ne? Naja. Ich lasse ihn leben. Ja, wir wollen mal gnädig sein, ne? So, wen haben wir denn da? Okay, was haben denn die da im Gepäck? Irgendwas, mit was sie schmeißen können, oder wie? Da ist ein Wagen. Sind wir denn noch, ja. Hier. Das ging schnell. Zack. Wo ist der andere hier? Genau, ich glaube, die Flederbeißer-Augen, die können nicht explodieren oder so, ne? Aber ich glaube, die von den Feuerflederbeißern, die können Feuerschaden machen. Oh, da ist eine Honigwabe. Die nehmen wir mal mit hier. Oh, miese Falle. Ah, das war fies. Damit hätte ich jetzt echt mal nicht gerechnet, ja? Da gebe ich ganz offen zu. Oh, hier ist auch noch eine. Nee, das war ein Schwertling. Ich dachte, das wäre eine Honigwabe. Hm? Was ist hier? Untersuchen. Oh, Bernstein. Sehr schön. Das hat sich gelohnt. Oh, ja. Oh, was haben die hier für Früchte? Frostlinge haben die gesammelt. Mhm. Dann haben wir hier noch einen Bogen. Yes. Den Ausdauerhonig konnte ich jetzt nehmen. Ausdauerhonig sogar. Genau. Genau, Junobo. Hau dir mal ordentlich ein von Latz hier. Ja, ich glaube, wir können ja unsere Freunde auch noch verstärken. Oh, der hat auch schon seine Früchte hier verloren. Feuerfrüchte, sehr nützlich. Um die mit Pfeilen zu kombinieren. Genial. Und die tanzen. Ach, guck mal. Oh, da sind ja auch... Oh je, die sind böse. Was ist denn hier noch? Muss hier immer noch Kampfmucke. Auf irgendwas schießen sie. Wer ist denn da noch? Siegchen. Ach, der Baum oder was? Die schießen auf den Baum, glaube ich. Oder was habt ihr hier? Ne. Okay, also da jetzt. Da sind diese Affenbrotbäume. Da war in Breath of the Wild eine Leune, glaube ich, an der Stelle. Zumindest sehen die hier aus wie Affenbrotbäume. Ne? Das ist auf jeden Fall dem Design entliehen.
der Affenbrotbäume. Ob sie hier auch so heißen, wage ich zu bezweifeln. So, was haben wir denn hier für Gegner? Das sind Konstrukte alles, ne? Und wenn wir Pech haben, ist da sogar ein Delta-Konstrukt dabei. Aber es sind schon bessere, ja, auf jeden Fall. Die haben alle. Oh ja, oh ja, oh ja. Das ist ein Feuerteil. Ja, ich weiß nicht, warum sollte ich die bekämpfen? Macht es denn Sinn? Ich könnte mich da hochzaubern. Schleich mich mal dahin. Mit dem Deckensprung da, ne? Nach oben, so der Plan. Vielleicht ist da ja was Besonderes, weil die werden ja irgendwas beschützen. Denkt man sich immer, aber das entpuppt sich dann manchmal doch als Trugschluss. Na, mal sehen. Also auf jeden Fall haben wir von hier aus einen besseren Ausblick. Ob uns das was nützt, weiß ich noch nicht. So, wenn ich jetzt in die Richtung gucke. Ja. Sehe ich, da ist die Schlucht, da geht die Schlucht weiter. Ob da der Dings ist, weiß ich nicht. Also, Na gut, da kommen wir ja wieder zurück. Ja, vorher sind wir gekommen, ne? Wir müssen, glaube ich, hier lang. Oder da lang eher, ne? Ne. Hä? Da lang. Da lang? Da. Ja. Wohl da lang. Nehme ich mal an, da sind die Affenbrot. Ne, die waren woanders. Die waren eher im Tal. Warum sind denn hier auch welche jetzt, okay? Kann ich die mal übersehen, oder was? Kann sein. Ah, ja, hier ist wirklich was Besonderes. Hier ist eine Truhe. Eine Konstrukttruhe. Oh, ein Spiegel. So ein Bauteil bündelt und reflektiert Licht. Der kraftvolle Lichtstrahl, den es aussendet, reicht sehr weit und soll Monster vertreiben können. Boah, ist ja nützlich, würde ich sagen. Also ist jetzt nicht schlecht. So, aha, wenn ich noch wüsste, wo hier ein Turm ist, ja, den wir erklimmen können. Na gut, ich lasse die mal links liegen, da die. Also mit Delta-Konstrukten ist ja nicht so schwer. Was denn? Ist das eine Höhle? Soll das eine sein? War das mal eine? Ja, es scheint eine Höhle zu sein. Mal gucken. Vielleicht auch nur ein Durchgang. Mit dem Elektrovieh da drin. Na gut, nee, ist nur ein Durchgang. Ist keine Höhle. Oh, Moment, Leute, guckt mal da. Nee, das. Ich dachte, es wäre eine Höhle, ein Eingang oder sowas. Och, schade, ist keiner. Nee, ist nur so eine. Möchtigen. Ah, Ruine. Wen haben wir denn da? Ah, den Schildträger wieder. Och, nee. Ja, nehmen wir mal einen Stein mit. Den können wir vielleicht gebrauchen. Um ihn damit so ein bisschen unter die Arme zu greifen. ein Floß können wir hier bauen, auf jeden Fall. So, ja, ich sehe schon. Ah, er muss uns nicht mehr sagen. Also, wir wissen Bescheid, aber das Segel möchte ich jetzt nicht opfern. Können wir nicht noch was anderes da anbauen? Ja, hier sind auch so Steine. Hä? Die kann ich nicht benutzen. Weil die sind mit der Plane abgedeckt. Oder bedeckt. Ja, deswegen kann ich sie nicht benutzen. Ist ja logisch, ne? Wenn da eine Plane drüber ist, ist alles nicht mehr zu verwenden. Das ist dann quasi nutzlos. Ja. Ganz logische Sache. Können wir das da anschweißen? Ne. Stimmt, geht ja nicht mehr. Mal. Stimmt, das können wir ja mal nicht machen. Ja. Aber ich brauche doch ein Floß. Und wenn ich jetzt die Teile daran baue, na gut, dann na, bauen wir es halt wieder ab. Ich glaube, die sind dann einfach, die respawnen wieder. Gut. Machen wir es wie immer. Na, wie war das gewohnt? Ups. Ja, ich nehme mal das Segel hier erstmal beiseite. Ich weiß nicht. Hier sieht es nicht gerade aus, als würden wir hier nach Gerudo kommen. Ja, bauen wir wieder so, basteln wir hier so in die Mitte, ne? Genau. Zack.
Gut, das ist jetzt ein bisschen zu mittig. Egal. Hauptsache, es steht. Und dann können wir den Felsbrocken dazu nehmen, um das Ganze so ein bisschen zu stabilisieren, ne? Denke ich mal. Gut, es sieht jetzt nicht schön aus, aber es ist funktional, hoffe ich. Ne, das sollte ich. Das steht so ungünstig mit seinem Schild. Ja, das ja, perfekt mal wieder. Mensch, Junge. Du lernst auch nicht dazu. Ja, dann pappe ich die mal hier dran, ne? Dann sind die nämlich gar nicht mal so unnützlich. Jo. So, und jetzt müssen wir das ganze Konstrukt nur noch nach vorne verlagern. In der Hoffnung, dass das was bringt. Dass es hält vor allen Dingen. Oh, ist ein bisschen wackelig, aber könnte gut gehen. Ich versuch's mal, Leute. Aber jetzt will er nicht mit uns reden. Obwohl er eigentlich gut erreichbar ist. Ach so, er ist im Weg hier, deswegen wahrscheinlich, ne? Hau doch mal ab. Ja. Jetzt kann ich mit ihm reden. Danke für die Hilfe, Kürste. Ich habe allein voll damit zu tun. Ja, wissen wir. Das auch mal. Lass doch mal los. Mal sehen, ob es klappt. Jo, wunderbar. Kerzengerade, ne? Perfekt. Na, also. Sind wir wieder erstaunt. Erschrocken und erstaunt zugleich, glaube ich. Na, klappt jetzt jedes Mal wirklich beim ersten Versuch. Ja, wenn man es einmal ja, verstanden hat, ne? Dann geht das. Aber es ist halt sehr repetitiv, diese Quest. Um das mal vorsichtig auszudrücken. Dank deiner Hilfe konnte ich das Schild fest im Boden verankern. Jetzt muss ich es nicht mehr die ganze Zeit stützen. Nee, das stimmt, ja. Er sagte auch immer dasselbe. Von daher, ja. Mal sehen, was wir noch so kriegen. Scharfe Kräuter, Reisbällchen, schön. Kälteschutz, ja, kann man mitnehmen, aber ist jetzt nicht notwendig. Qualmerling. Kann ich endlich auch andernorts wieder Schilder aufstellen? Gut, dann bin ich mal weg. Oh je. Ich glaube, wir motivieren ihn eher noch dazu. Kann das sein? Ach, glaube ich, keine gute Idee. Södele. Aber ja, die Baumaterialien haben sie hier nicht zurückgesetzt. Aber es reicht mir ja, was hier liegt noch, ne? Also ich habe mir jetzt genug. Ach, naja, doch. Hier ist es ja. Nehmen wir das. Ja. Dann werde ich mir einfach einen Fluss bauen und dann flussabwärts mich einfach, ne, treiben lassen. Aber ich glaube, lenken kann ich nicht, oder? So eine Steuereinheit. Ich glaube, ich lasse das Ding so. Hat ja irgendwas. Ah, ne, es geht ab. Ist nicht sehr stabil, das Konstrukt. Es hat schon leicht gewackelt, ne? Habt ihr das gesehen, die rechte Seite? Sehr fies. Ja. Na gut. Dann müssen wir es halt stabilisieren, sagt das Spiel. Sonst wird das nichts. Ach so, jetzt ist es da nicht stabilisiert. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, stabilisiert es nur auf der Seite. Das ist ungünstig. Dann machen wir das mal ab hier. Okay, und drehen das mal um. Boah, ich habe was Cooles bauen, ne? Zur Abwechslung mal. Ja, okay. Also auf einer Höhe muss es schon sein. Sonst funktioniert das nicht. Ja, ne? So. Das sieht doch schick aus. So. Jetzt kommen da oben noch ein paar Bretter drauf und dann hoffe ich mal, wird es fahren. Auch nur auf einer Seite. Na gut, das ist jetzt, glaube ich, nicht so schlimm. Sollen wir einen Wagen draus bauen? Sollen wir die Räder mitnehmen?
Ich weiß es nicht, Leute. Das sieht aus. Ah, ja. Ich bringe es mal zu Wasser. Achso, hier ist ja ein Steg, ja, stimmt ja. So, können wir jetzt fahren? Oh. Also richtig funktioniert das nicht. Es ist zu frontlastig, würde ich sagen. Und fährt deswegen auf Grund. Gut, dann muss ich da hinten noch was draufsetzen, sagt mir das Spiel damit. Ja, dann machen wir da noch ein paar Bretter halt hin. Ist egal. Na gut, ich könnte da noch so einen Felsbrocken dran pappen, aber nee. Wo wird denn jetzt... Na gut. Wieder nur auf einer Seite, komisch. So, und nu? Ah. Wir treiben hier nur nach... Achso, ich kann ja da lang feuern, ne? Wenn ich da lang feuere, was passiert dann? Vielleicht ein bisschen weggetrieben da von der von den Felsen. Ah, der Wind, der okay, der schlägt immer eine andere Richtung ein. Ah! Ah, dadurch kann man das aber so ein bisschen lenken, ne? Durch diese Konstruktion, diese Katamaran-Konstruktion, mehr oder weniger. Ja, weniger denn mehr, ich weiß, aber ist ja erstmal egal. Ja, mal sehen, wo es uns hintreibt, ne? Oh Mann. Da wäre ich jetzt zu Fuß 10-mal schneller. Schön. Schön sieht's ja aus. Wir waren lange nicht mehr in so einer Wolkenstadt, ne? Mal, soll er mal auf die Seite feuern? Bringt das was? Bringt das einen Rückstoß oder so? Ich weiß es nicht. Immerhin, die Explosion, die spiegelt sich. Wow. Raytracing, nein. Nicht wirklich. Aber auch das Spiel nicht. Das ist auch so genial. Trotz all möglicher neuer... Also, in Anführungsstrichen, neu, so neu ist ja Raytracing auch noch nicht, ne? Nicht mehr. Verhältnismäßig neu, ja. Ich dachte erst, da sitzt wieder so ein Krok, aber nee. So, na, ich bin mal gespannt, wo es uns hier hin verschlägt jetzt, ne? Wenn wir uns hier weiter treiben lassen. Da ist auch wieder ein Steg. Apropos, wo es hin verschlägt, da ist ein Steg. Ah, der Wind ist, steht auf jeden Fall mal günstig. Wir sind sehr gemächlich unterwegs. Wie Marco Polo zu seinen besten Zeiten. Ah, guckt mal, das ist eine Höhle. Ah, cool, Leute. Na, immerhin eine Höhle in Majoi. Wahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich mit Majoi, ja. Also das Segel dreht hier gänzlich durch. Aber dadurch, dass wir Fluss, ja, flussabwärts fahren, ist das erstmal... Na gut, wir sind halt langsamer dadurch, ne? Aber wir kommen trotzdem voran. Mal in die Richtung feuern. Ich hoffe ja immer noch, dass das was bringt. Aber ich... Das kommt mir nicht so vor, sag's mal so. Aber da muss ja eine riesen Höhle sein. Oh Gott. Ich hoffe, wir kennen dann gleich. Ach, jetzt dreht sich das Teil um. Na gut, dann... Machen wir das mal mit, das Spielchen hier.
Ah, Comic ohne Floh ist nicht weit. Ah, deswegen ist hier nämlich noch so ein. Okay. So eine Möglichkeit, etwas zu bauen, aus mal so, ne? Baumaterialien. Ja, die hätten eher auf den Wind achten sollen. Den hier im Spiel platzieren, der ist echt unvorteilhaft hier platziert worden. Weil er uns überall hintreibt, nur nicht dahin, wo wir wollen. Was ist denn das da oben? Ein Monsterlager bestimmt. Ach nee. Hä, guck mal, was ist denn das da? Was soll denn das da sein? Ich kann leider nicht näher ranzoomen. Ich kann mir gerade keinen Reim drauf machen, aber das sieht interessant aus. Das sieht sehr interessant aus. Wo sind wir jetzt überhaupt? Wir sind, das ist scheinbar direkt der Grenzfluss hier. Na egal, wir haben jetzt eine Höhle gefunden. Und ich glaube, ich schwimme da gleich hin, wenn das nicht weitergeht hier. Es geht kaum weiter. Ja, kommt. Den Rest werde ich jetzt schwimmenderweise versuchen hier zu überwinden. Und da geht es ja dann durch die Decke. Also hier endet aber die Schlucht. Also es kann nicht die Schlucht gemeint gewesen sein. Kann man die Pflanzen hier ernten? Diese Seerosen? Nö, leider nicht. Okay, Leute, wir haben was gefunden hier, eine Höhle. Oh Gott. Ich glaube, ich kann mein Kloß gleich. mein Kloß, ja. Mein Floß gleich wieder mitnehmen. Höhle am Tamjontfluss. Okay. Oh nee, die wieder. Aber die sterben ja, wenn sie im Wasser. Oder mit Wasser in die Höhle kommen, richtig? Nee, aber. Naja. Aua. Oh, ja, Donnerblümchen. Moment, wo ist er denn? Ach, da. Ah, jetzt kann ich wieder nicht schießen. Ja, er kann jetzt besser zielen, der Tulin. Mit tiefem Wasser, ja, weil sie nicht schwimmen können. Ja, okay, ich verstehe. Naja, waren ja nur zwei. Aber ich wette, wo die sind, gibt es noch mehr. Also, das ist schon mal klar wie Kloßbrühe. Ja, komme ich endlich mal hier durch. Oh, süß. Eine Sportkröti. So, ab durch die Decke. Wow. Das war nicht gerade wenig. Hat sich immerhin ein bisschen gelohnt. Obwohl diese. Moment. Ne, hier. Das sind einfach nur Abfallhaufen. Was ist denn das da? Das ist eine besondere. Ne, ich dachte schon, das ist eine besondere Truhe. Aber ne, eine Monstertruhe gibt es hier nicht. Dafür eine normale, stabil aussehende Kiste. Mit hoffentlich interessantem Inhalt. Und relevantem Inhalt vor allen Dingen. Für uns aktuell in der Situation, der wir uns befinden hier. Als Weltenretter und Witwentröster. Die Waffentasche ist leider voll. Was kann man dann rausschmeißen? Das ist eine ganz gute Geschichte da. Lang, nee, den brauchen wir noch. Die brauchen wir sowieso. Schmeißen wir da draus, ne? Ganz klar. Leichte Wahl. Perfekt. Eine Gerudo-Waffe sogar. Ja. Hier hat es Erz verkommen, aber keine besonderen, sag ich jetzt mal. Und da kennt man dadurch, dass sie eben nicht so golden oder so gülden leuchten. Ne? Die ganz wertvollen, die leuchten ja so gülden. Und die Waffe, wow, die ist ja so lang. Das war nicht nur eine Waffe damit kombiniert worden, oder? Wow, ja, geht doch schnell. Immerhin Feuersteine und Bernsteine. Bernsteine sind mir lieb. Feuerstein, okay, ja. Kann man mal mitnehmen. Ich würde gegen jetzt. Okay, ich höre gerade den Majoi, dann gehe ich erstmal hier lang. Den Fisch. Wollt ihr aus dem Wasser springen, oder wie? Du, das ist für Fische eine schlechte Idee. Da ist der Majoi. Majoi Signum, yes, bekommen, erhalten.
So, jetzt hier noch höher. Ja, wir könnten uns hier raus beamen. Also ich denke, das werde ich vielleicht mal machen, wenn wir hier durch sind mit der Höhle. Das ist nämlich auch eine fiese Höhle, eine Tropfsteinhöhle. Das heißt, hier können wir nicht so ohne weiteres klettern. Ohne die besagte tolle Rüstung, die wir noch brauchen. Diese Krötenrüstung, die wir noch nicht vollständig haben. Und weil sie halt noch nicht vollständig ist, können wir sie noch nicht effektiv benutzen, weil wir würden dann trotzdem rutschen. Zwar nicht ganz so oft, aber oft genug. Dass es anstrengend ist. Dass es keinen Spaß macht, eine Kletterpartie zu unternehmen hier bei diesen Bedingungen, ne? Oh, so also eine ähnlichen Höhlen haben wir schon mal. Ah. Oh, Leute! Ah. Was sehen meine halb verweckten Augen? Genial. Ein Schatz. Oh nee, oh nee. Der von Händchen beschützt wird. Okay, es hat sich aber jetzt schon gelohnt, hierher zu gehen. Aber ich will jetzt gerne überleben. Weil sonst, ne, das ist doof. Oh, muss ich alles daran setzen? Die können ja nicht hier hochkommen, oder? Aber ich. Ach nee, ich ja auch nicht. Oh nee. Jetzt kommt noch Blutmond? Ach, auch noch. Na, alles, alles plus. Ne. Jetzt kommen alle zusammen hier. Stimmt, war ja schon lange kein Blutmond mehr. Wie konnte man die besiegen? Ja, einfach nur kämpfen, ne? Einfach nur kämpfen. Ist jetzt nicht ineffektiv. Oh, vielleicht Strom. Wie sieht's damit aus? Das stunt die irgendwie, glaube ich. Aber nur kurz. Also Strom bringt nicht so viel. Wasser? Bringt gar nichts. Elektrofrucht. Das war ja auch Elektrofunkelfrucht. Na, das funkelt ja nur. Also sie reagieren da drauf, aber das tut ihnen mehr weh. Das soll ihnen ja wehtun, ne? Ein bisschen. Apropos wehtun, ja. Das ist mein Bogen, aber. Ah ne, hier ist er. Och, Gott sei Dank. Ich dachte, der ist runtergefallen. Gut, dann lasse ich den Quatsch. So können wir die bekämpfen, würde ich sagen. Oh, wir haben sie. Yes! Oh, jetzt kommt Phantom Ganon mal wieder. Aber wenn man das ist halt die Belohnung, wenn man die besiegt. Dann kommt noch ein stärkerer Gegner. Oh Gott, der hält so viel aus. Und der schießt sogar zurück. Das ist die Krux an dem. Oh ja. Scheiße, der Bogen zerbricht gleich. Ich versuch's mal mit der Elektrofrucht. Ich glaube, das macht dem nichts, oder? Ich brauche einen neuen Bogen. Nehme ich erstmal einen schwachen. Ah, es macht ein bisschen Schaden, aber da kämpfe ich gerne bis morgen. Ah, ich werde mal den stärksten Bogen jetzt nehmen. Boah, das macht ein bisschen mehr Schaden, aber boah, der hält eine Menge aus, der Typ. Jo, mit dem tut's weh. Oh ja, kritische Treffer, also immer auf den Kopf zielen. Mist, der hat es gehört. Aber das macht ordentlich Schaden, ja. Na, vielleicht finden wir ja hier noch ein paar. Oh. Okay. Komm, ich hab ihn gleich.
Das war. Haha. Wir haben ihn, Leute. Wir haben ihn. Okay. Kriegen wir jetzt den Bogen von ihm? Geil. Ach so, den kann man ja nicht benutzen, wa? Weil der Miasma überträgt oder so. War das nicht so? Vom Dämonenkönig hochgeschätzter Bogen, der die Macht seines Trägers widerspiegelt. Je höher die Maximalzahl deiner Herzen, desto höher ist deine Angriffskraft. Wie? Des Trägers oder was? Ja. Das ist geil. Das ist geil. Okay, deswegen ist die so hellblau. Oder türkis, besser gesagt, unterlegt, ne? Weil sie immer besser wird, je mehr Herzen. Also jetzt zahlt sich das aus, dass ich so viel in Herzen investiert habe, Leute, in der Vergangenheit. Finsterklumpen. Oh nee, ich will das mir. Ah nee, das ist ja das Olle mir erstmal. Ja, nee, kann er behalten. Also das macht uns wahrscheinlich, wird das irgendwann mal richtig gut sein, das Schwert, kann ich mir vorstellen, ja. Aber aktuell, nee. Eher weniger. So, hier geht's ja noch weiter, wa? Hier geht's ja noch hoch. Haben wir mal wieder mit einem Ganon gekämpft hier. Immerhin. Mit einem Phantom-Ganon. Ist ja besser als nix, ne? Haben wir hier uns Schrein noch in der Nähe? Glaub nicht. So, und dann gucken wir uns natürlich gleich noch an, dass es hier mit dem Schatz auf sich hat, Leute. Eine Rüstung. Ja, dann hat sich der Kampf immerhin gelohnt. Aber irgendwie haben mich meine Freunde dabei gar nicht unterstützt. Haben die da keine Macht oder so, wenn diese Phantomviecher auftreten oder was? Oh, die Lanze geht gleich vor die Hunde. Okay, schade. Hm. Verdammt. Ah, die schöne Gerudo Schlag mich tot Lanze. Die hält ein bisschen länger hier. Ach so, die können wir ja auch noch ausbessern, ne? Hm. Oh, guck mal hier. Jo, na denn. Wow. Ah, hier geht's hoch. Jetzt. Geil, Leute. Okay, dann haben wir hier einen Aufgang jetzt freigeschaltet. Wir müssen zum Glück nicht diese glitschigen Wände emporklettern. Das ist schön. Das freut mich. Was ist das da? So. Ich sammle hier erstmal alles ein, bevor wir uns denn der... dem Rüstungsteil da widmen. Grimmige Gottheit. Ja, so hieß das Ding. Jetzt komme ich. Jetzt bin ich erstmal drauf gekommen. Mensch, am Ende der Folge fast schon. Weiß ich nicht, ob wir. Ich muss gleich mal gucken, wie lange die Folge schon geht. Mhm. Leute, das hat sich so gelohnt, ey. Geil. Der Entdeckerdrang. So, also hier. Hier ist nichts. Gut. Ja, das geht ja in erster Linie um das Rüstungsteil, ist schon klar, ne? Was soll hier sonst noch sein? Leuchtsam zum Beispiel. Gut. Aber abgesehen davon ist hier nicht allzu viel sonst los. Majoja haben wir schon. Die gibt's schon mal in jeder Höhle. Ah, hier muss, na, ein bisschen klettern. Ja, okay, ja. Aber man schafft es halt ohne Probleme, sag ich mal. Das ist gar kein Ding. Okay, Leute. Oh, und... die möchte ich natürlich trotzdem haben hier. Ich muss ja jetzt so viel verschießen davon. Deswegen bin ich natürlich immer angehalten, die einzusammeln. Man rutscht auf eben mal. Bist du vorhin nicht gerutscht? Bist du nicht gerutscht? Okay. Was ist hier drin? Da-da-da-dam. Phantomrüstung. Geil, Leute. Die Rüstung eines Ungeheuers, das selbst den Helden in Angst und Schrecken versetzte. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen ist. Stimmt. Obwohl man hätte die, glaube ich, auch links... Naja, ist schwer, die links liegen zu lassen. Weil die folgen einem ja überall hin, diese Händchen, ne? Aber man konnte die jetzt relativ einfach besiegen. War es das jetzt hier? Ist hier Ende im Gelände? Na, was heißt, war es das hier? Ich meine, das hat sich, wie gesagt, schon über alle Maßen gelohnt. Also, top. Und jetzt sollte ich mich hier nach oben zaubern, ne? Irgendwie geht das? Von da aus wohl nicht. Scheiße. Ah, pardon. Ah, verdammt.
Das geht wohl nicht so leicht. Müssen wir doch da oben stehen. Obwohl, hier müsste es ja auch gehen. Ja, hier geht's doch. Na also. Na, mal sehen, wo ich rauskomme. Ich habe echt absolut keine Ahnung, zumal ich ja auch, ne, in Ermangelung einer Karte momentan. Weil wir den Turm hier noch nicht haben. Das geht weit nach oben. Ich wäre gern daneben. Das wäre sinnvoller gewesen. Na gut. Man kann nicht alles haben. Aber es ist sehr hoch. Oh, hier friert er auch. Ja, wir sind wirklich sehr hoch. Winterhose, was bringt das? Ja, reicht. Die Winterhose reicht. Okay. Was sagt die Zeit? Meine lieben Leute. Oh ja, die Zeit sagt, wir müssen die Folge so langsam beenden. Sonst wird das nichts hier. Also denn, bye bye, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, euer S-Shark. Lasst es euch gut gehen und falls euch die Folge gefallen hat, bis daher, lasst ein Like in Norden da. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann.